Wisst ihr, schon als Teenager ist mir damals aufgefallen, wie abfällig Klatschblätter über Frauen berichten oder wie sehr ihr Äußeres unter die Lupe genommen wird. Ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass mich das schon geprägt hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, mit Anfang 20 hatte ich davor Angst, in 10 Jahren 30 zu werden und dann, dass sich meine ersten Falten schon auf meine Stirn abbilden. Im Allgemeinen scheint die 30 in unserer Gesellschaft eine sehr große Zahl zu sein. Eine Zahl, wovor sich viele fürchten, gerade Frauen. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt 27 und ich habe nur noch 3 Jahre, um 30 zu werden. Die große Zahl 30. Je näher ich dem Alter rücke, umso mehr mache ich mir darüber die Gedanken, warum der Druck bei Frauen größer zu sein scheint als bei Männern, also wenn es darum geht, älter zu werden. Und warum gerade Frauen aktiv gegen die Alterung ankämpfen. Mit zum Beispiel Botox-Behandlung und Filler und allen möglichen Kram, was es auf dem Schönheitsmarkt gerade so gibt. Es ist ja so, je älter wir werden, umso mehr verliert unsere Haut an Kollagen und Elastizität, was halt für unser jugendlicheres oder jugendliches Erscheinungsbild verantwortlich ist. Es gibt auch Produkte, die unterstützend für die Haut wirken können, zum Beispiel Vitamin C, Retinol, Peeling-Produkte und so weiter. Aber dennoch können wir das Altern an sich damit nicht aufhalten. Ich kann euch sagen, bei meinen Recherchen zu dem Thema ist mir aufgefallen, dass ein klares Muster zu erkennen ist, wenn es um die Berichterstattung seitens der Medien geht. Persönlich denke halt, dass das Altern für Frauen deswegen so gebrandmarkt wurde, weil das Thema in den Medien immer ziemlich einseitig dargestellt wurde. Als würde man fast vor dem Verfallen sein, wenn man sich dazu entscheidet, mit Würde zu altern. Ich würde euch gerne mal ein paar Beispiele nennen, die es aufgrund ihres Aussehens immer mal wieder in den Medien schaffen. Und zwar einmal ist das Jennifer Lopez, die ja mittlerweile 51 Jahre alt ist und die mit ihren 51 Jahren mindestens 10 Jahre jünger aussieht. Aber wenn man sich die Mutter mal anschaut, dann weiß man ganz genau, woher die Gene kommen. J.Lo hat in dem Fall einfach Glück gehabt und sie wird tatsächlich auch von vielen bewundert, aufgrund dessen, weil sie halt nicht ihrem Alter entsprechend aussieht. Sie wird dafür bewundert, weil sie jünger aussieht. Ja, und wenn du halt nicht J.Lo bist und nicht so gute Gene hast, dann kommen Frauen ab 30 oder 35 ziemlich schlecht weg in den Medien. Man wird nur noch auf das Äußere reduziert. Ich finde sogar ab 30, 35 ist es krasser zu lesen als vorher, wenn man halt noch in den 20ern ist. Und dann liest man Sprüche so wie, sie hat sich voll gut gehalten für ihr Alter. Ein anderes Beispiel dazu. Sarah Jessica Parker kennt ihr sicherlich aus Sex and the City. Sarah Jessica Parker hat in den Medien ziemlich häufig für Gesprächsstoff gesucht, weil sie eben nicht versucht, ihr Alter aktiv zu vertuschen. Man liest ganz abfällige Kommentare im Internet, die halt eben ihr zu kosmetische Eingriffe raten oder sie mit einem Dinosaurier vergleichen. Es ist nun mal so, dass nicht jeder Gene wie J.Lo hat. Mal abgesehen davon altern wir auch unterschiedlich. Gleichzeitig fällt mir auch die Doppelmoral der Gesellschaft auf, weil es eben heißt, Falten auf gar keinen Fall, aber wer sich Botox-Behandlung und sonst was unterzieht, ist fake. Anderes Beispiel, Madonna. Das werde ich nie vergessen, über die Berichterstattung über Madonna. Von Madonna erwartet man nämlich aufgrund ihres Alters, dass sie sich dementsprechend verhält und sich eben auch so kleidet. Ich sage euch, in der Öffentlichkeit alt zu werden als Frau ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil du es an der Stelle einfach nur falsch machen kannst. Wenn man sich mal die Berichterstattung über Männer anschaut, dann, und ich rede von Männern mittleren Alters, die halt auch schon ein paar Falten auf der Stirn haben, Lachfalten und so weiter, über diese Männer wird komplett anders berichtet. Es wird da eher geschrieben, oh, sexy und bla und nur positive Dinge, die überhaupt mit einem in Verbindung gebracht werden können, werden ausgepackt. Irgendwie ist mir vermehrt in der Gesellschaft aufgefallen, dass das Alter, dass der Wert einer Frau von ihrem Alter abhängt. Zusammengefasst kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es einige Studien gibt, die aufzeigen, dass
Männer und Frauen unterschiedlich altern und vor allem unterschiedlich schnell altern. Das betrifft vor allem die Wechseljahre, Hormone, das Gehirn. Bestimmte Hormone sind für die Alterung der Haut verantwortlich. Bei Frauen ist es so, dass ab einem bestimmten Alter die Hormone schneller fallen als bei Männern, weshalb sie auch vielleicht öfter älter aussehen als Männer oder schneller Falten bilden als Männer. Woher aber kommt die strikte Ablehnung des Alters und das Wort Anti-Aging? Ich habe versucht, intensiv den Anfang dieser großen Scheiße, dieser großen Misere herauszufinden. Wo hat das Ganze begonnen? Das hat mich wirklich brennend interessiert. Dabei bin ich bis zurück auf die alten Ägyptern gestoßen. Es gab damals nämlich schon so Beauty-Rituale. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt mit dem als vorbeugende Maßnahme gegen das Altwerden praktiziert worden sind. Zum Beispiel, ich habe ein paar Mal gelesen, dass man, also dass Kleopatra zum Beispiel in Milch gebadet hat, um der Haut das jugendliche Aussehen zu geben, weil es halt auch Milch zu baden wohl gut für die Haut sein soll. Es soll die geschmeidig machen und so weiter. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das ganze Anti-Aging-Thema sich bis zum heutigen Jahrhundert hinzieht. Was ich auf jeden Fall gut zurückverfolgen konnte, war, offiziell begann das Anti-Aging-Thema im 20. Jahrhundert. Bekannte Firmen, die ihre ersten Produkte bezüglich Anti-Aging auf den Markt gebracht haben, waren einmal Helena Rubinstein, ich meine, dass es diese Beauty-Marke bis heute immer noch gibt, und Elisabeth Arden. Irgendwie kommt mir das schon so vor, als würde man die Kunden, die halt die Produkte bei einem kaufen, oder sich für die Produkte interessieren, beschämen dafür, dass sie Falten auf der Stirn tragen oder generell im Gesicht tragen oder dass sie alt werden, im Allgemeinen alt werden, und gleichzeitig verwöhnen diese Firmen die Kunden mit den eigenen Produkten. Schauen wir uns doch mal die Werbung an, die es zu dem Thema Anti-Aging gibt. Prominente Frauen, die halt eben Markenbotschafter für diverse Kosmetik, nicht Kosmetik, Beauty-Firmen sind, Schönheitsfirmen, die Anti-Aging-Produkte promoten. Die sehen wir entweder neben den Produkten abgebildet oder auf den Produkten abgebildet, die halt für werben, wie gesagt, Markenbotschafter. Was mir ehrlich gesagt ziemlich oft aufgefallen ist, dass diese Frauen neben, wenn sie das Produkt promoten, tatsächlich immer eine glatte Haut vorweisen. Das ist auch das Ziel von Marketing-Spezialisten, weil sie eben unseren Wunsch nach Jugendlichkeit weiterhin schüren sollen, um eben relevant zu bleiben. Bei mir als Endverbraucher kommt es so an, als wäre das Altern etwas Schlechtes. Oder nicht nur das Altern, gerade was die Falten betrifft, weil du bist ja nicht, es ist ja nicht mit automatisch 30 beginnen die Falten. Nein, bei manchen früher, bei manchen später, aber ihr versteht, was ich meine. Kennt ihr Olay oder Olay? Das ist auch eine Schönheitsmarke, die ich schon so oft im TV gesehen habe. Zu meinen Teenager-Zeiten tatsächlich öfters. Ich meine sogar, dass Frauke Ludewig dafür Markenbotschafterin ist. Auf jeden Fall erschien 1999 diese Marke auf dem Markt, die eben halt auch Anti-Aging-Cremes auf den Markt gebracht hat. Und bis heute wird mit den 7 Zeichen gegen Hautalterung oder das Bekämpfen von Hautalterung geworben. Ich muss mir nochmal den Slogan ganz genau raussuchen, wie der lautete, aber so in die Richtung. Und es gibt noch genügend andere Firmen auf dem Markt, die erkannt haben, dass es hier eine Lücke gibt, eine Nische, was das Thema Alterung, Hautalterung angeht und natürlich dort auch mitgezogen sind. Ein anderes Beispiel, was mir sofort in den Kopf schießt, ist L'Oréal. Ganz auffällig zu erkennen ist auch, dass jahrzehntelang nur Frauen die Zielgruppe für Anti-Aging-Produkte sind. Mittlerweile sieht man auch ein paar Produkte für Männer, aber wenn man sich mal den Markt genau anschaut, dann werdet ihr sehen, dass es immer noch viel mehr Produkte für Frauen gibt als für Männer. Es könnte daran liegen, dass Frauen sich dahingehend mehr Sorgen machen. Und naja, was soll ich zu den Firmen sagen? Wie lässt sich halt am besten Geld machen mit den Unsicherheiten der Kunden? Kauf dieses Produkt, du brauchst dieses Produkt, um besser und jünger auszusehen. Was genau suggeriert das beim Endverbraucher? Für mich scheint es so zu sein, als wäre es für viele Firmen in Ordnung zu altern. Ja, aber es ist nicht in Ordnung, Falten zu haben. Falten zu haben ist etwas Schlechtes. Ich denke, dass mit Würde zu altern in unserer Gesellschaft gar nicht möglich ist, auch weil die Schönheitsindustrie einen wirklich so großen Einfluss
darauf nimmt, wie wir über das Altern denken. Die steuern oder lenken uns in eine Richtung, die ich für nicht gesund halte. Und ich muss sagen, während ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen, dass unsere Gesellschaft so scheiße frauenfeindlich ist, wenn es um das Thema Altern geht. Was ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, ist, dass das Altern eher als ein natürlicher Prozess wahrgenommen wird, beziehungsweise auch als wunderschönen Prozess, weil das Leben halt eben facettenreich ist, erstens das. Und vielleicht auch, dass wir eben nicht versuchen sollten, das Altern mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass es fällig ist, dass Firmen ihre Marketingstrategien nochmal überdenken, weil egal was du siehst in Bezug auf Cremes, überall, also für Frauen, dann steht da meistens auch reife Haut, für Haut ab 30, 40, 50 und dann ist das immer mit dem Wort Anti-Aging verbunden. Anti, gegen Altern. Man immer was Anti ist, man arbeitet gegen etwas. Vielleicht könnte man einfach dieses Wort ersetzen. Ich finde, das Wort ist einfach so unpassend gewählt. Du nicht Anti-Aging arbeiten kannst. Es ist halt, wie gesagt, ein natürlicher Prozess, der in unserem Körper stattfindet. Du kannst nicht Anti-Aging gehen. Du wirst so oder so alt werden. Vor allem ist unsere Medizin auch gar nicht so weit, das Altern aufzuhalten. Wir werden alle alt, früher oder später. Ich persönlich denke, dass Firmen einfach andere Begriffe verwenden sollten, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Creme, revitalisierend oder regenerierend. Ich denke auch, dass wenn Firmen mit Models zusammenarbeiten, die halt Markenbotschafter für diese Anti-Aging-Produkte sind, vielleicht auch ein bisschen mehr Models zu nehmen, die halt Altersflecken haben, die Falten, sichtliche Falten haben, die auch nicht wegretuschiert werden. Das ist halt immer noch das Beste. Es gibt Markenbotschafter, die halt mittleren Alters sind, Frauen, die auch Falten haben, wenn man sich andere Bilder anschaut, aber die in Zusammenarbeit mit einer Anti-Aging-Creme Firma dann eben ihre Falten wegretuschiert bekommen, was ich nicht in Ordnung finde. Wir sollten halt alle anfangen, das Altern zu normalisieren. Ich bin ehrlich zu euch, auch wenn sich schon die erste Falte bei mir so langsam auf meiner Stirn sichtbar macht, freue ich mich total aufs Älterwerden, vor allem jetzt auf die 30er, weil ich höre voll oft, dass die 30er tatsächlich besser sein sollen als die 20er, deswegen bin ich auch so gespannt. Während ich mir vorher so viele Gedanken gemacht habe, oh mein Gott, ich werde 30, ich will noch nicht 30 werden, ist es mittlerweile wirklich so entspannt. Das hat aber ehrlich gesagt auch erst angefangen, seitdem ich mein Kind habe, dass ich, also mit 25, dass ich ein bisschen entspannter an die Sache rangehe. Ich finde auch, je älter du der 30 rückst, umso mehr merkst du an einem selbst, 30 ist gar kein Alter. 30 ist total jung. Früher, als ich 20 war, habe ich gedacht, 30 wäre uralt. Es kommt halt auch immer auf den Blickwinkel an, aus dem du das betrachtest. Falten werden mich nicht einschränken, mein Leben zu leben, so wie ich mein Leben leben will, solange ich gesund bin. Durch den Druck, der so auf Frauen herrscht, eben dieses jugendliche Aussehen zu haben, finde ich mich ehrlich gesagt auch unter Druck gesetzt. Ich meine, mittlerweile ist Botox und Filler so salonfähig, dass man auch das Gefühl bekommt, dass man da mitziehen muss. Und um ehrlich zu sein, möchte ich nicht etwas machen, was mir die Gesellschaft aufzwingt. Jeder hat so seine eigenen Mittelchen, um damit umzugehen. Wie gesagt, ist völlig in Ordnung. Ich möchte für mich einfach nicht diesen Druck spüren. Ich meine, man sieht so oder so, auch wenn man Botox und Filler nutzt, dass du irgendwann später, wenn du zu viel von genutzt hast und was ja wirklich aktuell der Fall ist, viele Anfang 20-Jährige fangen ja schon an, Filler zu nutzen, wird auch häufig bei Frauen genutzt, weil mit der Zeit nimmt das Gesicht ja ab, das Gesicht wird schlanker und markanter, diese Fettdepots oder Fettpölsterchen verschwinden, die halt mit dem Altern auch normal sind. Und dann gibt es auch Frauen, die sich dann Filler setzen lassen. Das sorgt dann für diesen puffigen Look, was halt auch gleichzeitig so ein bisschen jugendlich aussieht. Das siehst du irgendwann nach ein paar Jahren. Filler verschwindet nicht, Filler bleibt. Auch wenn einige denken, man kann sich das entnehmen lassen. Nein. Es gibt so viele Fillerunfälle und Botoxunfälle, dass ich ehrlich gesagt denke, dass ich glaube, ich bevorzuge es,
dann eher den natürlicheren Weg zu gehen. Es gibt nur ein paar Cremes, vielleicht ein paar Cremes, die unterstützend wirken. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in ein paar Jahren zu Botox und so weiter greifen würde. Das finde ich besser. Ich finde es ehrlich gesagt besser, dann lieber die Falten zu lassen, als dass man irgendwann erkennt, dass du aktiv versuchst, gegen dein Alter anzukämpfen. Und man sich denkt, akzeptiert sie nicht, dass sie alt wird? Naja, Leute, das waren meine Gedanken zu dem Thema. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr euch über das Altern Gedanken gemacht habt. Und wenn ja, wie stellt ihr euch das würdevolle Altern vor? Ich freue mich gleich, euch in den Kommentaren zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, hinterlasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zum nächsten Video. Ciao!